Guten Morgen. Ich nehme euch jetzt mal mit auf einen Spaziergang. In aller Herrgottsfrühe ist es noch alles total vereist. Ja, es ist vielleicht ein bisschen verrückt, aber so, kurz einstellen hier, weil ich glaube, das macht hier keiner. Okay, es gibt vielleicht ein paar so Verrückte, die hier auch laufen. Aber ja, ich mache das jetzt so ein bisschen, weil ich Bock habe, weil ich was für meine Gesundheit tun will. Wir müssten mal schauen, wie das aussieht. Ja, es ist noch nicht so wirklich viel zu sehen und zu erkennen, leider. Eigentlich wollte ich mit Brille rausgehen, aber die Brille beschlägt leider die ganze Zeit, was es mir natürlich äußerst schwer macht. Sieht man mich überhaupt? Ja, hier sieht man mich. Hier bin ich. Kuckuck. So, ich teste jetzt übrigens auch diese Sturmhaube mal aus. Ich habe die zufällig gefunden und habe mir so gedacht, ich bräuchte sowieso eine, wenn es mal kalt ist. Und ich bin halt jetzt dabei, die auszutesten, ob die was taugt. So eine Brille wäre noch ganz gut, so ein Schutz für meine Augen, weil das ist schon echt ziemlich fies. Es ist echt kalt. Es hat übrigens minus 11 Grad, gefühlt wie minus 16. Vielleicht sieht man das so ein bisschen, wie kalt es hier ist. Also es glitzert alles. Und genauso kalt ist es auch. Begleitet mich gerne ein Stück auf meinem Spaziergang. Vielleicht sehen wir auch ein bisschen später was. Versuchen ein bisschen zügiger zu gehen. Ich muss schließlich jetzt dann demnächst auch gleich arbeiten. Aber ich wollte vorher noch ein bisschen unterwegs sein. Sieht man, wie es schön glänzt und glitzert? So, jetzt gehen wir am Wald entlang. Ich sehe schon, mein Licht macht nicht viel aus. Man sieht nicht viel, leider. Hey ho! Ich muss gerade ein bisschen Lärm machen, weil hier sind komische Geräusche im Wald zu hören. Hey ho! Hey Bär! Ho Bär! Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Diese Kunst, diese Singkunst, habe ich mir einfach mal abgeschaut. Von Sascha und von Knossi. Und das hat ja auch ganz gut geklappt. Die fanden deren Gesinge ja auch so toll, deswegen sind sie ja weggeblieben. Boah, ich habe jetzt einfach sowas von die Hoffnung, dass ich da lebend aus dem Wald rauskomme. Alter, ich bin jetzt schon ein bisschen ängstlich so. Also wenn man in den tiefen Wald so reinschaut, bin ich so ein bisschen, ich habe Angst und so. Nicht so geil. Nicht so geil. Oh, ich habe Angst. Ich habe so fucking Angst. Sieht man jetzt schon, dass es... Oh ja, jetzt sieht man es. Sieht das nicht geil aus? Endlos geil. Muss schon sagen. Das hat was. Das hat was. Gebt euch bitte mal diesen Sonnenaufgang. Geil. Einfach geil. Wisst ihr, was richtig geil wäre? Ein Nachtsichtgerät. Mit einem Nachtsichtgerät jetzt hier im Wald umherstreifen bzw. das Training hier absolvieren.
das Morgendliche. Das wäre so endlos geil. Bin ich schon ein bisschen am Überlegen. Aber irgendwie hätte ich da schon richtig Bock zu. Jetzt siehst du natürlich nichts, weil alles so sau finster ist. Aber wenn du damit zum Nachtsichtgerät im Wald gehst, boah, ich glaube, da siehst du eine ganze Menge Bewegung. Das wäre sicher ganz interessant, ganz spannend. Oh, ich sehe etwas. Ich sehe ein Reh. Ich kann es euch leider nur gerade nicht zeigen, weil es so dunkel ist. Guck mal darauf. Da ist tatsächlich ein leuchtender Tannen- oder Fichtenbaum. Ich habe keine Ahnung. Das Eis macht hier auch mega geile Muster. Seht ihr diesen Mond da hinten? Unter dem Stern. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Sieht so schön aus. Oh, jetzt sieht man auch langsam, wo ich unterwegs bin. Ha! Ha! Na? Ist das was? Ist das was oder ist das nichts? Schon eine coole Sache. Ist schon eine sehr coole Sache. Ist zwar saukalt. Und ich spüre meinen Poppes nicht mehr. Aber... schon eine sehr geile Sache. Eine sehr interessante Trainingseinheit. Es ist sehr schön im Dunkeln loszugehen und der Sonne entgegen quasi. Und ich bin ein bisschen enttäuscht von der Mütze, weil sie meine Brillengläser nicht sauber hält, also die beschlagen, weil die Löcher einfach an der Nase zu groß sind. Also die hier oben. So, da guckt die jetzt auf ihre Handschuhe und denkt sich so, WTF, wo kommt das Eis her? Hier sieht man es nicht so. Aber hier, die Eisdinger haben sich gebildet während dem Spaziergang. So. Eine Stunde acht unterwegs. Pace ist natürlich voll lame. War 5,5 Kilometer ungefähr. So, ihr Süßen, dann mache ich jetzt mal Schluss. Zeit fürs Arbeiten. Und cool, dass ihr wieder dabei wart. Und mal gucken. Ich habe schon einen Plan für das nächste Video. Also dann, tschüss.